Der neue Trend geht eindeutig zu kleinen SUVs. Letzte Woche sind wir schon mit der Premium-Klasse da gewesen, mit dem BMW X2, und heute haben wir das volkstümlichere Auto da, und zwar den VW T-Roc. Somit darf ich schon mal sagen, recht herzlich willkommen zu unserem Review über den neuen VW T-Roc. Die erste Frage, die sich die Menschen über den T-Roc stellen, ist, was soll der jetzt darstellen? Und zwar soll der T-Roc einfach eine kleinere Version vom T1 sein, aber trotzdem etwas größer und höher als der VW Polo. Somit kann man ihn eigentlich am besten mit dem Seat Arona vergleichen, der ja eigentlich auch das gleiche Auto ist, nur halt mit einem anderen Logo drauf. Das Auto generell, also der T-Roc generell, muss man sagen, er kann ein sehr gutes Auto sein und auch preislich günstig, aber er kann auch extrem teuer sein und trotzdem irgendwie von der Verarbeitung gleich günstig wie das Basismodell. Denn anfangen tut der Wagen bei 21.000 Euro, also 21.490 Euro, wenn man es genau nimmt, und Ende ist erst bei 48.000 Euro. Und das ist meiner Meinung nach schon sehr viel. Unser Testwagen ist eigentlich der beste Kompromiss bei den ganzen Möglichkeiten, die man bei diesem Auto hat. Denn er ist nicht zu teuer, hat aber trotzdem sehr gute Ausstattung. Wir haben auch den 2 Liter Diesel mit 150 PS Allrad und Automatik an Bord. Der allein ist schon relativ teuer in der Anschaffung. Denn dieser Wagen hier in der Sportausführung, die wir hier haben, kostet schon 37.000 Euro. Das Schöne ist bei diesem Auto hier, wir haben hier genau den Sport mit diesem Motor und sonst keine Optionen dazu. Deshalb sieht man eigentlich so, was ich für dieses Geld und für diese Ausstattung schon auch im Basispreis bekomme. Und zwar, wir haben das Active Info Display, LED-Scheinwerfer, Navigationssystem, eben diesen Mode-Schalter für die verschiedenen Fahrmodi, leider keine adaptiven Dämpfer, aber trotzdem, man hat genug Konfigurationsmöglichkeiten, allein ACC kann ich mir einstellen, Spurhalteassistent, die ganze Klimatisierung, und das ist was, was mir bei VW einfach irrsinnig gut gefällt. Bei VW ist es eigentlich immer das Gleiche. Wir haben eine sehr gute Bedienbarkeit, normalerweise auch sehr schöne Materialien und einfach ein sehr schönes, aber auch nüchternes Interieur. Bei unserem Modell hier muss man sagen, wir haben eine sehr schöne Ausstattung, wovon eigentlich alles im Basispreis von diesem Auto mit diesem Motor hier enthalten ist. Und zwar das Active Info Display ist hier serienmäßig enthalten. Wir haben auch das Discovery Media dabei. Was mir mittlerweile besser gefällt eben als auch das Discovery Pro, weil das Discovery Pro eigentlich gar keine Knöpfe mehr hat, und hier habe ich noch meine zwei Drehregler. Ist mir von der Bedienbarkeit viel, viel sympathischer und wird, was ich weiß, auch viel öfters bestellt als eben auch das Discovery Pro dabei. Was ich auch immer dazu sage, mir fehlt leider eine Ausstattungsoption, und das ist das Panoramadach und der dunkle Dachhimmel, denn das gibt meiner Meinung nach einfach ein viel besseres Interieurgefühl. Es wirkt einfach viel offener, aber das kann man sicher dazu bestellen bei diesem Auto. Fahrverhalten bei diesem Wagen muss ich sagen, ja, typisch VW, es ist sehr angenehm. Ich muss fast sagen, er wirkt etwas hart, also er ist sehr sportlich vom Fahrverhalten, und ich muss auch sagen, bei unserer Strecke, die wir da immer fahren, das Auto ist erstaunlich sportlich zu bewegen, obwohl es eigentlich ein hoher SUV ist. Denn ich habe auch bei den ESP-Einstellungen auch eine Möglichkeit, ESC Sport auszuwählen. Da lasst du einem ein bisschen mehr Freiheit, und es ist auch bei einem SUV richtig lustig, mit dem zu fahren. Materialauswahl wollte ich noch vorher sagen, ist bei diesem Auto meiner Meinung nach eine Frechheit. Beim Basispreis von 21.000 Euro, okay, lasse ich es mir noch einreden, selbst da ist es schon etwas schwach. Aber bei diesem Auto für 37.000, geschweige denn bei einem Auto für 48.000 Euro, das gibt nichts her, denn ich finde bei dem Auto kein einziges Soft-Touch. Das hier haben sie, glaube ich, sowieso 1:1, also diese Tür-zu-Hilfe hier haben sie 1:1 aus dem Skoda übernommen. Nicht einmal das haben sie meiner Meinung nach irgendwie schöner gestaltet. Das fehlt mir bei diesem Auto. Aber ansonsten ist er trotzdem innen, von der Bedienbarkeit und vom Fahren, typischer guter VW. Ich muss sagen, seit dem Arteon muss ich VW gedacht haben, bauen wir mal interessante Autos. Denn sowohl der Arteon als auch der T-Roc sind meiner Meinung nach die ersten Autos, die wirklich mal interessant ausschauen. Denn mit den ganzen Ecken und Kanten, die das Auto hat, wirkt er etwas sportlicher und auch eleganter. Zum Beispiel das Heck beim T-Roc und auch die Front, die ist einfach sehr gut gelungen. Es ist nicht so klar, sondern einfach etwas verspielter, was für einen VW schon mal sehr gewagt ist. Kofferraumtechnisch muss man sagen, wir haben 445 Liter Kofferraumvolumen bei diesem Auto, und das ist echt nicht schlecht, obwohl es eigentlich von der Größe her nichts anderes ist als ein Polo. Er ist natürlich schon etwas größer, aber nicht viel, und deshalb muss ich sagen, ist das angemessen für dieses Auto.
Abschließend muss ich einen großen Punkt beim T-Roc bekräteln. Und zwar nicht einmal allgemein den Preis, sondern einfach nur den Preis für einen voll ausgestatteten Wagen. Denn das ist meiner Meinung nach wirklich schon eine Frechheit bei diesem Auto. Denn 48.000 Euro für einen Polo, der nur etwas höher gesetzt ist, ist wirklich gewagt. Man muss auch sagen, dass die Qualität im Innenraum zwar schön ist, aber die Materialauswahl, die gibt absolut nichts her. Denn egal wo ich hinschaue, es gibt nur Hartplastik. Und das ist das, was mich bei diesem Auto wirklich stört. Ansonsten muss ich sagen, er fährt sich sehr gut, der Motor ist irrsinnig gut. Ich persönlich würde sogar noch eine Leistungsstufe drunter nehmen, denn der Wagen hat trotzdem so viel Leistung, dass eben auch weniger PS absolut ausreichen dürften. Somit darf ich schon mal sagen, danke an das Auto aus Porsche Graz-Liebenau für die Bereitstellung dieses Wagens und bis zum nächsten Mal.